Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie Menschen verstehen, die die Medien kritisieren? Und zwar was die Berichterstattung über so sensible Themen angeht, wie Ausländerkriminalität, Flüchtlingsproblematik oder Antisemitismus. Die Bürger haben irgendwie das Gefühl, nicht vollständig informiert zu werden. Und zwar aus falscher Rücksichtnahme. Bei mir jetzt einer der führenden Medienwissenschaftler und der Regierungssprecher von Gerhard Schröder. Willkommen aus dem Herzen Berlins und wir blicken heute in das Herz unseres Berufes, des Journalismus. Hier in Berlin nicht nur das Zentrum der politischen Macht, auch die sogenannte vierte Gewalt im Staat sitzt hier in geballter Formation, die Medien. Und die verlieren immer mehr an Glaubwürdigkeit. Die Umfragen sind eindeutig. Warum? Wieso? Und welche Konsequenzen soll man daraus ziehen? Professor Norbert Bolz hier von der TU in Berlin, einer der renommiertesten Medienwissenschaftler des Landes, viele Bücher geschrieben, zuletzt jetzt Das richtige Leben. Passt ja irgendwie auch zu uns. Herr Bolz, haben die Leute recht, wenn sie sagen, den Medien glaube ich nicht mehr? Es gibt jedenfalls gute Gründe, das zu sagen. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Medien lügen würden. Lügenpresse ist eine eigentlich wirklich unzutreffende Verkürzung. Ich möchte fast sagen, es ist noch viel schlimmer. Sie verschweigen. Sie tun das nicht, was man von ihnen eigentlich erwartet, nämlich aufzuklären über die Wirklichkeit. Und sie tun das, wie Sie in der Anmoderation schon richtig gesagt haben, aus falsch verstandener Rücksichtnahme und offenbar dem Gefühl, man kann den Deutschen nicht die Wahrheit zumuten. Sie reagieren falsch auf das Wahre und deshalb müssen wir es verpacken und vorsichtig formulieren. Wie sieht das ein früherer Regierungssprecher? Haben die Leute recht, wenn sie sagen, Medien glaube ich nicht mehr? Also ich glaube ja nicht, dass das ein neues Phänomen ist, solange ich zurückdenken kann. Wenn es darum geht, die Tabelle, welchen Beruf etwa vertraue ich am meisten, dann streiten sich um den letzten Platz zwei, Journalisten und Politiker. Ja. Und von daher gab es immer schon eine Skepsis und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass es eine Skepsis gibt über das, was ich lese. Denn es könnte mich ja animieren, mich auch noch anderswo zu informieren und also sozusagen auch Gegenargumente zu abzuwägen. Von daher glaube ich, es kommt darauf an, wem vertraue ich? Was lese ich und wo lese ich es? Und wenn diese drei Fragen einigermaßen sinnvoll beantwortet sind, dann kann man Medien vertrauen. Gut, das ist ja unser Thema. Und es heißt ja auch Lügen wie gedruckt. Also da kann man froh sein, dass man beim Fernsehen ist. Ja, das ist die Frage. Sie haben das ja auch erforscht, viele Jahrzehnte. Was kann man dem Volk zumuten? Wie viel Wahrheit verträgt das Volk? Ich gehe davon aus, dass unsere Bürger mündige Bürger sind, dass sie erwachsen sind und das ist auch die Voraussetzung von Demokratie. Wenn wir diese Voraussetzung nicht mehr wirklich akzeptieren und teilen, müssen wir ganz anders zusammenleben. Das will, glaube ich, niemand. Insofern ist das die eigentliche Katastrophe, dass Leute, die sich zu einer selbsternannten Elite rechnen, glauben, dass Wahrheit für sich selber zuträglich ist, für die anderen aber offensichtlich nicht. Und dass man die Bürger für dumm verkauft oder sie einfach für dumm hält, für unfähig mit Wahrheit umzugehen, das ist eine unglaubliche Arroganz, die von bestimmten Eliten ausgeht, sowohl bei den Journalisten als auch bei den Politikern. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen immer mehr die Tendenz hin zum Paternalismus, also von oben herab die Bürger an der Hand nehmen wollen, ihnen das, was zuträglich ist für ihr Leben, vorkauen und vorsagen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. Stammt ja der Satz von Heiko Maas, dem Justizminister, den mündigen Konsumenten gibt's nicht. Ist das Hochmut? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er das gesagt hat. Das kann ich hier... Wenn er es gesagt hat, dann war das sehr unüberlegt und der Sache, glaube ich, wenig dienlich, um die es da geht. Und wenn Sie das, was Sie gerade gesagt haben, auch noch wissenschaftlich belegen könnten, wäre ich ja richtig dankbar, ja, wenn das nicht vorurteilsgeladen war, was ich da gerade wahrgenommen habe. Ich glaube, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, was ist eigentlich hinter dem, was wir beklagen. Sie sagen, der Bürger kann alles vertragen, wenn es nur wahr ist. Aber schon da fängt es ja an, schwierig zu werden. Was ist denn wahr? Wenn mitgeteilt wird, dass Flüchtlinge oder mehr und mehr Flüchtlinge an der Statistik von übertretener Kriminalstatistik beteiligt sind, dann muss man wenigstens den Zusatz geben, die meisten Vorkommnisse, um die es da geht, passieren
innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte. Dort ist die Auseinandersetzung von ganz unterschiedlichen, auch kulturell ganz unterschiedlichen Menschen, spielt da eine Rolle. Das ist das eine. Das andere ist, wenn sie 3 oder 4 oder gerade manchmal 5 oder 6 Jahre darauf warten müssen, ob sie bleiben dürfen, ob sie eine Perspektive hier entwickeln können, um ihre Familie und sich selber eine ökonomische Perspektive zu verschaffen, dann gibt es da Probleme, die völlig unbelichtet werden, unbeleuchtet sind. Und ich glaube, das gehört zur Wahrheitsfindung jedenfalls dazu, hinter die Nachrichten zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage dessen, was hier passiert und was müssen wir beachten dabei. Man kann Ihnen ja in allen Punkten zustimmen, aber das ändert nichts an dem Grundproblem. Denn das, was wir gerade von unserem Innenminister gehört haben, das ist ja ein Satz von heute oder gestern. Offenbar vor dem Hintergrund des nahen Wahlkampfes geht man jetzt doch in Richtung Offenheit und Wahrheit. Monatelang ist man ganz anders mit diesem Problem umgegangen. Man hat es verschwiegen. Ich möchte es noch mal betonen. Ich glaube, es ist falsch, davon auszugehen, unsere Medien, auch die Mainstream-Medien, würden lügen. Also Lügenpresse halte ich für einen vollkommen unangemessenen Ausdruck. Aber wie gesagt, es gibt das Problem des Verschweigens. Und da müsste man eben auch nach dem Motiv fragen, warum werden Informationen verschwiegen? Es ist im Grunde immer dasselbe. Man erwartet, konkret machen, was Sie damit meinen? Ja, wie gesagt, ich habe auch mal eine Diskussion mitgekriegt, schon vor Jahren, da ging es noch um Kosovo und die Kosovo-Albaner, im WDR, das muss man dem Sender auch zugestehen, im Radio, die immerhin das öffentlich gemacht haben, gesagt haben, wir saßen heute zusammen und haben darüber nachgedacht, ob wir eine bestimmte Meldung bringen sollen oder nicht. Nämlich, damals war das ein extrem hoher Anteil von Kosovo-Albanern an bestimmten kriminellen Taten. Das Problem ist, dass darüber überhaupt nachgedacht wird. Also dass darüber, und ich glaube, das ist unbestritten in den Redaktionen, denken Sie an Köln in der Silvesternacht, dass darüber überhaupt nachgedacht wird, ob bestimmte, doch wirklich enorm relevante Informationen mitgeteilt werden oder nicht, aus dem einzigen Grund, und das ist das Dauermotiv in allen diesen Situationen, der Angst, man würde mit diesen Informationen Ausländerfeindlichkeit schüren. Und ich glaube, das heißt einfach, die Leute für unmündig erklären. Ja, Herr Wolz, also jetzt frage ich mal den Professor. Satire hat ja auch einen tiefen, wahren Kern. Stellen Sie sich so eine Redaktionskonferenz vor? Oder ist das mehr die innere Schere? Ich glaube schon, dass die innere Schere mächtiger ist als die äußere. Es kommt wohl häufiger, als es uns lieb sein kann, dazu auch, dass von außen Direktiven und Vorgaben gemacht werden. Aber die innere Zensur ist immer viel gefährlicher, dass man von vornherein, und das gilt übrigens nicht nur für die Journalisten, es ist in der Universität ähnlich. Man überlegt immer ganz genau, was man noch sagen darf und was man nicht sagen darf. Und das ist eigentlich das Kernproblem. Obwohl das ja sehr dialektisch aufgebaut war hier, sodass es umkippt am Ende. Ja, erst scheint es Kritik am Journalismus zu sein und an der politischen hat und dann kippt das sehr elegant um. Aber in Wahrheit haben wir es hier mit einem Problem zu tun, das meines Erachtens der Gegenpol von Aufklärung schlechthin ist. Politische Korrektheit ist Sprachpolitik und zwar in einer extrem totalitären Art und Weise. Und das geht einher mit einem politischen Moralismus, der im Grunde alle möglichen politischen Fragen in moralische Fragen verwandelt. Gut und böse, finde ich gut oder finde ich nicht gut, sodass Analyse und Argumentation kaum mehr eine Chance haben. Und das Schlimme daran ist, dass, und da bin ich nicht Ihrer Meinung, dass es so einfach wäre, heute zwischen verschiedenen Medien sich ein Bild zu machen, verschiedene Meinungen wahrzunehmen. Das Schlimme ist, dass es, ich finde, es gibt, ja, Sie sind ein sehr intelligenter und natürlich erfahrener Mensch. Ja, aber ich bin nicht die Ausnahme. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich so etwas wie Mainstream-Medien und da doch das Fernsehen nach wie vor das dominierende Medium ist, ist es für mich besonders erschreckend, dass Sie gerade, darf ich das sagen, im ARD und ZDF, sagen, was Sie wollen. Gerade da diese Tendenzen zur politischen Korrektheit, zum politischen Moralismus und zu dieser Sprachhygiene besonders stark sind. Das zweifelt ja niemand, aber es gäbe ein ganz einfaches Heilmittel, zurück zur alten Unterscheidung zwischen Information und Meinung. Das wirkliche Unheil, das letztlich zu diesem Pauschalvorwurf Lügenpresse geführt hat, ist eine immer weitergehende Fusion von Meinungen und Informationen. Es gibt gewisse Leute, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in bedeutenden Nachrichtensendungen, die eben nicht nur Nachrichten bieten, sondern die Nachrichten so präsentieren, dass man nur noch eine Meinung dazu haben kann. Und genau das ist das Kernproblem. Wenn Sie vorhin gesagt haben, es wäre doch möglich, sich verschiedene Informationen
Informationsquellen und verschiedene Meinungen anzuhören, um sich eine eigene zu bilden. Perfekt, das wäre schön. Aber wir werden immer häufiger mit Themen konfrontiert, und das ist gerade die Flüchtlingsproblematik, wo man nur noch eine Meinung haben darf, wenn man nicht rechts, das heißt rechtsextrem, das heißt Nazi sein will. Hi, jetzt haben wir nur noch einen Schlusssatz. Glauben Sie, dass sich diese Spannung, die sich hier jetzt auch aufgebaut hat, bei den Leuten irgendwann löst und sie sagen, wir glauben den Medien wieder? Ich hoffe, dass dieses nicht eintritt. Den Medien muss man nicht glauben. Die Medien sind nichts weiter als eine Offerte. Guck dir an, was bestimmte auch subjektiv bilde dir deine Meinung. Ja, bilde dir deine Meinung. Und wenn du Vertrauen haben willst, dann bilde sie dir möglichst so, dass du unterschiedliche Argumente Dankeschön. Uwe Carsten Heye, Dankeschön, Norbert Bolz. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hallo ihr Lieben, ich bin die Hexe von Klar Sehen, die der Wahrheit verpflichtet ist und spreche nur die Wahrheit aus, gemäß dem Motto von Klar Sehen. Mit Klartext und Wahrheit zur Klarheit. Die Medien sind Kriegsverkäufer. Die Medien sind Kriegsverkäufer.